sind jetzt an der zurzeit noch 11. Position, aber das wird sich alles dann relativieren, wenn alle in der Box gewesen sind. Christian Hohnagel durchgesetzt und damit erst einmal wieder die 7. Position übernommen, wenn man das richtig verfolgen konnte. Auf den Bildern. So scheint es also, als wenn der Ascari wieder auf den Christian Hohnagel mit der gelben Corvette zurückgefallen ist auf die 8. Position. Augenblicklich noch an der 11. Position fahrend, aber hier, wie gesagt, und ganz langsam ist unterwegs Christian Hohnagel mit der Startnummer 18 im Bereich Turn 4, Anfahrt Richtung McDonald's-Schikane, Radi Corvette ganz, ganz langsam unterwegs, während Micky Raja auch gleich mal den MRP Lambo noch in Richtung des Endes der Startnummer bewegt. Wir haben ihn noch durchs Bild fahren sehen, den Christian Hohnagel mit der süßen Modi. Aber was passiert jetzt im Bereich der weiteren Runde? Ja, er ist langsam unterwegs. Definitiv ist er langsam unterwegs. Das könnte zu einem Boxenstopp jetzt gleich führen. Da wird Hohnagel mit Sicherheit hereinkommen. Dann hoffen wir, dass das nicht schlimm ist, dass er auch so langsam in dieser letzten Runde unterwegs war. Wir verschaffen uns erstmal jetzt wieder einen Überblick. Walter Lechner Junior ist in der Box drin. Das heißt, hier wird der Wechsel gegen Christopher Nüger zum jungen Dänen, der gleich also dann das Steuer übernehmen wird. 70 Sekunden, 1 Minute und 10 heißt es, in der Box zu verharren. Hellway Competition Corvette jetzt in der Box drin. Auto steht, Türe geht auf. Christian Hohnagel wird von Toni Seiler befreit von den Gurten. Dann wird der Fahrerwechsel vollzogen. Seiler ins Auto rein. Das sieht relativ gut aus, dass man das Fahrzeug gleich wieder auf die Strecke bringt. Vielleicht ein Flirtfaktor, ein schleichender Platz oder ein Platz, den wir gar nicht gesehen haben, der vielleicht sogar schon komplett.